Gut, dass wir mal gerade drauf geschaut haben, wa? Ja. Aber willst du das jetzt wirklich noch anklemmen? Wir haben so viel momentan im Bau. Wir müssen aufpassen, da oben auch. Ja, aber ist ja nicht so, als wenn er uns jetzt irgendwas wegnimmt. Gut, ja. Beim Bauernhof sollten wir dann gleich da oben die Hütte. Da oben haben wir eine Hütte. Die müssen wir dann gleich mal anschmeißen. Aber wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen, weil wenn wir jetzt zu viel im Bau setzen, dann haben wir wieder dieses Transportchaos. Boah, ist der groß geworden, ey. Wo wir eben reingeguckt hatten, da war er ja nur so. Aber weißt du was? Lass ihn groß werden. Dann hat er da überall hinter wieder nur einen drin und dann schnappen wir uns wieder einzeln die Hütten, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben. Kacken wir jetzt mal drauf. Und wir greifen erst an, wenn unsere Kampfkraft höher ist, ey, weil ich habe da langsam keine Lust mehr drauf. Und beim nächsten Mal platzieren wir uns dahin, wo Gold ist und das erste, was wir machen, ist eine Goldschmelze. Weil was bringen uns Waffen, wenn wir sowieso alles immer direkt verlieren? Da unten ist auch Eisen. Oh, okay. Doof. Also demnach heißt es einfach nur Gold farmen und fertig. Wer Gold hat, hat gewonnen. Da kommen Leutnende. Mhm. Die Hütte hier. Ja, hier haben wir einiges im Bau, ne? Ja, weil wir anfangen wollen, Gold zu produzieren, ne? Ist sogar schon dran. Perfekt. Ja. Haben wir hier auch eine Hütte? Ja. Fürchte, brauchen wir auch bald. Ja. Müssen wir aufpassen auf den Knaben. Ich würde auch sagen, wir fangen auch bald nochmal an, nochmal irgendwo einen Getreidehof zu bauen, damit wir noch eine Schweinezucht und einen Metzger dazu bauen können. Ja, kannst du eigentlich da unten machen, wo wir waren. Bei der Goldschmelze direkt. Guck mal da, haben wir noch ganz viel frei da oben. Einfach da noch ein Getreidehof. Ja. Schweinehof braucht ja nicht so viel. Und dann machen wir, dann reißen wir vielleicht doch wieder da oben die Hütte ab und setzen die da hin. Dann kann uns da nämlich keiner ran. Und dann unten lang, weißt du? Wir müssen da auch das Vosshaus noch anklemmen. Ja. Oder... Ja, doch, sollten wir machen. Ja, da sind die Wege jetzt eigentlich egal. Ist ja nichts Wichtiges. So. Aber hier müssen wir aufpassen. Da, ja. Die müssen wir auf jeden Fall anklemmen. Sonst haben wir nämlich keine Höfe mehr und so. Mhm. Guck mal, ob wir noch Bauarbeiter im Schloss haben. Ein weiter. Ja, ein. Dann können wir die Hütte auch anklemmen. Führ sie direkt zum Bauernhof. Ich meine, das bisschen da, was da verloren geht. Scheiß doch drauf. Ja. So, und dann können wir hier noch einen Bauernhof hinsetzen. Nochmal einen Weizenhof hinsetzen, genau. Ne? Und der Schweinehof braucht ja nichts. Den kannst du irgendwo direkt an die Straße hinklatschen. Hier, ne? Ja, zum Beispiel. Aber noch nicht, dass jetzt der angeschlossen wird. Ne. So ein. Und dann guck mal, wo wir noch. Wir brauchen nämlich auch noch einen Metzger. Mach doch unten alles hier an. Ja. Metzger können wir da hier hin machen. Was ist mit dem? Ja, dann schließen wir aber sofort an. Brauchen wir ja dann noch nicht setzen, aber dann wissen wir, dass wir da den hinsetzen können. Ja. Dann müssten wir mal gucken, ob wir einen Weg hier so runtersetzen können. Dann können wir nämlich hier diese Verbindung machen. Ja, müssen wir aber aufpassen, weil wenn hier doch dieser Metzger hinkommt... Ach ja, das braucht ja immer ein bisschen mehr Platz, ne? Mhm. Ja. Und was ist, wenn wir da die Schweinezucht und da den Metzger hinsetzen? Dann sind die direkt nebeneinander. Und das Getreide kommt dann einfach rein. Oder? Müsste man halt ausprobieren, ob das funktioniert. Ich würde den erstmal stehen lassen. Und was wir dann machen ist, wenn wir den Getreidehof angeschlossen haben, da den Metzger bauen. Und gucken wir, ob wir da dann noch die Schweinezucht bauen können. Wenn das klappt, oder? Ja, können wir machen. Dann haben wir die nämlich mit einer so einer geraden Verbindung. Das ist immer dieses Schnelle dann, ne? Da hinten auch eine Hütte am Bauen. Dein, das alles wird rausgelegt. Auch schon Holz hin. Auch gut.
Ja, da kommt ja die Forsthütte hin. Ach, hier wollte man doch auch eine Hütte da noch hinsetzen, damit wir ein bisschen Hütte mehr Land gewinnen, genau. Ein bisschen höher. Oben direkt an die Kante. Weiter links. Auf Baumhöhe nach links. Ein höher. Das war echt ärgerlich, ey. Oh, ist auch alles ruhig. Noch. Muss man auch aufpassen, ne? Ach ja, ist nur eine Fischerhütte. Solange sie da ist, angelt sie Fische und wenn sie weg ist, ist sie weg. Die sind auch schnell gebaut, die kosten nur 2 Holz. What? Ah! Die Hütte ist dann sogar schon so gut wie fertig. Das ist gut. Sehr gut. Ach, schon die nächsten 30 Minuten rum. Minuten ist unglaublich. Vorbei. Hast du noch irgendwas vor heute? Ich? Ja. Außer essen, schlafen. Also wolltest du nicht weg? Nein. Na, dann können wir ja noch ein bisschen aufnehmen, wenn du Lust hast. Kann man machen. Wenn du nicht mehr möchtest, musst du sagen, aber ansonsten... Kann man machen. Dann wollen wir mal ein bisschen hier in Vorproduktion gehen. Dann haben wir nämlich ein bisschen weniger Stress. Das versuche ich nämlich jetzt heute Abend auch bei Skyrim noch. Ich werde gleich auch noch ein bisschen Skyrim aufnehmen. Und dann gucken, dass ich dann eine Folge erstmal mache, die dann direkt render, damit ich heute Abend was zum Hochladen habe. Mhm. Und ja, dann gucke, dass ich noch gut vorarbeiten kann. Aber guck mal, hier können wir jetzt... Wir können ja auch gleich... Was war das? Wir sind schon in der Aufnahme. Cool. Wir sind immer noch in der Aufnahme. Wir sind immer noch in der Aufnahme. Ich bin gerade so ein bisschen verpeilt. Wie heißt es? Gucken. Ich habe ja Black Mirror. 2 Folgen. Ein Camp Tales hier drüben laufen. Dass wir die Siedler dann schon mal rendern können. Dann kannst du in Ruhe ja Skyrim aufnehmen gleich. Muss denn heute eine Folge hochgeladen werden von Siedler 1? Wolltest du die direkt heute hochladen? Mir ist das egal, war nur ein Vorschlag, damit was Ruhe ist denn morgen? Kannst. Morgen ist ein ungerader Tag, ne? Morgen ist Minecraft, ja. Ja, da seht ihr schon, da kommen die ganzen Planungen durch, liebe Freunde. ja, da können wir das auch einfach hinter Minecraft setzen. Shit doch drupp. Gut. Wird das alles schön über Nacht gerendert. Ich glaube, mein PC läuft wieder mit 15, 16 Renderaufträgen die Nacht über. Mein PC wird auch qualmen. Aber nicht nur wegen Rendern. Ja. Ja, mein PC, der läuft eigentlich fast rund um die Uhr. Ja. Gibt mal Zeiten, wenn ich dann weg bin, bei meiner Freundin oder in der Uni oder am Lernen oder so, dann ist der vielleicht mal kurz aus. Oder selbst dann nutze ich die Zeit, um dann irgendwelche Folgen zu rendern, zu bearbeiten oder sonstiges. Also es ist schon... Ist schon mehr Aufwand, als man denkt, also oder als die meisten denken. Ich wurde schon öfter mal gefragt, warum ich denn nur so wenig hochladen würde. Nur so wenig? Ja, es gibt da so einen, der lädt wirklich 5, 6 Folgen von einem Spiel am Tag hoch. Ungelogen. Wenn der anderweitig keine Hobbys hat, dann kann man sowas machen. Ich frag mich das auch, ey. Ich hab das nämlich gesehen. Ich weiß gar nicht, was hatte der da als Projekt gehabt? Sleeping Dogs oder so? Ist ja irgendwie so ein neues Spiel, was jetzt rauskam. Mhm. Und ja, hat er irgendwie, da stand da irgendwie vor 14 Stunden, vor 12 Stunden, vor 10 Stunden, vor 9 Stunden, vor 7 Stunden, vor 3 Stunden. So, ganz viele Folgen. War ich auch erstmal leicht irritiert. Wenn man sonst keine Hobbys hat. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht macht er ja auch mittlerweile sein Geld damit. Ich hab da keine Ahnung. Ja, aber wer guckt sich 6 Folgen von einem Ding an einem Tag an? Also mir persönlich reicht es, wenn ich eine pro Tag gucken kann. Gut, manchmal denke ich auch, boah, jetzt ist es gerade so spannend, jetzt. Ja. Wo ist die nächste Folge, verdammt? Und dann kommt am nächsten Tag keine, dann denkst du, ach, scheiße, Mann. Ja. Aber, mein Gott, dann wartet man halt. Man muss ja auch, also ich finde das mit diesem Let's Play, dass das mittlerweile solche Dimensionen haben, das finde ich ja richtig geil, muss ich immer sagen, ne? Aber wir sind ja nicht davon betroffen, ne? Ja. Und ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Leute wirklich so bei uns da hinterher sind, dass wir da jeden Tag so und so viele Folgen... Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn es da wirklich wen gibt, dann ist es natürlich sehr schön für uns.
aber... Also ich denke mal, eine Folge pro Tag, das ist wirklich... Man darf ja nicht vergessen, eine Folge rendern sind eine Stunde. Das heißt, eine Stunde kannst du irgendetwas nicht spielen. Weil das Rendern einfach deine... deine Memory Card einfach alles einnimmt. Ja, klar. Also es gibt natürlich Leute, die wahrscheinlich sagen, ich kann aber während dem Rendern auch spielen. Die haben aber dementsprechende Computer. Also ja. Das ist halt immer so eine Sache, Leute. Also, wenn man sich das mal überlegt, ich weiß ja nicht, wie viele von den Zuschauern Let's Playen selber, ne? Also, das ist ja auch mal so eine Sache. Wir als Let's Player gucken ja auch manchmal noch Let's Plays. Ja, ne? Das stimmt. Und wir wissen natürlich, was da für eine Arbeit hintersteckt, aber wenn man sich das jetzt einfach mal so überlegt, man nimmt auf. So, dann, wenn man sich jetzt eine Folge anguckt, dann sieht man, die geht so 15, 16, 17 Minuten. Ist ja ganz cool, hat er jetzt 15, 16, 17 Minuten aufgenommen. Ja, aber was dann passiert? Dann hat man aufgenommen. Diese muss man dann in einem neuen Programm erstmal zusammenfügen. Weil das sind ja immer Dateien von 4 GB Größe und man kann ja keine 4 GB hochladen. Und ansonsten wären es ja auch nur 3 Minuten oder so pro Folge. So, das heißt, man rendert diese und damit komprimiert man ja auch die Dateigröße und alles mögliche. Bei mir ist sogar noch der Nachteil, ich kann über Fraps meine Stimme ja nicht aufnehmen. Das heißt, ich habe noch eine Tonverarbeitung. Ich muss nämlich meinen Ton in Audacity noch zusätzlich bearbeiten. Und diesen dann noch mit aufsetzen. Ich muss gucken, dass das synchron ist, dass dann die Folgen dementsprechend lang sind. Das muss alles übereinander gesetzt werden. Dann kommt das Rendern selber. Je nachdem, was für ein Spiel man rendert und wie lang das ist, dauert das zwischen, sagen wir mal, 40 Minuten bis 2 Stunden, je nachdem, was man macht. Und in der Zeit ist der PC im Prinzip nutzlos. Also bei uns zumindest. Bei uns, ja. Kann man ja also sagen, ja. Ist so. Bei uns ist es nutzlos. Wir haben keine High-End-Rechner hier zu Hause im Wert von 20.000 Euro hier stehen. Ja, gut, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ne? Ja, also, aber... Ne? Man müsste jetzt nochmal so 1.000 Euro investieren, um wirklich einen Rechner zu haben, mit dem man sowas ohne Probleme machen kann. Glaube ich. Schon allein vom Arbeitsspeicher her muss man das ja dann haben. Und dann brauchst du auch noch das Betriebssystem dafür, dass du überhaupt diese Masse an Arbeitsspeicher verwerten kannst. Und. Ja. Also es ist alles, sieht immer alles so ein... Ach, da oben kommt er schon, siehst du mal. Ja. Kommt da. Da ist jetzt unsere Hütte weg. Ja, gut, dann ist sie weg. Soll er bis dahin noch ein paar Fische angeln. Also es sieht immer alles so einfach aus, 15 Minuten aufnehmen und bla. Ich meine, das Aufnehmen ist der schöne Teil. Ist der schönste, Das macht Spaß, man labert, man spielt, ne? Oh, guck mal. Es ist soweit. Hihi. Das heißt, wir können gleich dann nochmal angreifen. Ja, sehe ich auch so. Goldschmelz ist ja auch fertig. Das heißt, unsere Kampfkraft müsste jetzt bald auch langsam mal steigen. Wir machen übrigens mal hier das so. Ja. Ja, die Dinge sind im Bau, dann könnten wir jetzt mal gerade gucken, ob das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Start wieder ab. Ja. Immer direkt so traurig. Ja. So, dann machen wir dann eben hier die Schweinezucht hin. Auch kein Thema. Wir haben doch oben eine angemacht. Ja, das ist sie hier. Ach, das ist sie. Ich hatte die weggemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass es funktioniert. Ja, ja. Oh. Ja, immer direkt so traurig. Hä? Ah. Hä? Ah. So. Zap. Bleh. Okay, dann lassen wir lieber die Wege. Nee, lass mal einfach. Dann sollen sie halt ein bisschen tragen. Ja, die müssen ein bisschen arbeiten jetzt hier. Haben wir doch das Gold jetzt rausgeschippt. Aber mit Gold müssen wir auch aufpassen. Wir haben ja nur ein kleines Bergwerk gefunden, ne? Da ist aber noch eins.
Notfallmäßig. Und außerdem bauen wir ja hier auch Dingens und wir können hier... Wir können mal einen Geologen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, der ist jetzt natürlich fett. Boah, der ist ja doppelt so von uns. Ja, aber fett bedeutet immer schwach. Wie man jetzt sieht. Also er hat da jetzt zwei Offiziere drin. In dem Teil. Ich würde mal sagen, wir warten, bis wir, sagen wir mal, 40% Kampfkraft haben. Die müsste ja jetzt mal steigen, oder nicht? Ja, wir haben noch kein Gold hergestellt. Bis jetzt ist da nur Gold drin. Da fehlt die Kohle. Die kommt da aber gerade. Ah, wenn wir 40% Kampfkraft haben, greifen wir nochmal an. Mit derselben Menge. 8 Leute. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oder? Ja. Ja. Denke ich nämlich auch. Tricksen wir das ganze System jetzt einfach mal aus. Ja, ist aber noch roh, ne? Mm. Das sind noch die Erze. Das dauert noch, bis es glänzt. Aber er fängt jetzt langsam an hier produzieren. Und läuft alles ran. Ja, der kriegt seine Sachen, das ist schon mal super. Das läuft soweit, das ist doch schon mal wunderbar. Die Hütte ist auch unten. Ich denke, dann können wir jetzt hier mal das hier auch mal anschließen. Ja. Aber wir müssen aufpassen, wir haben ja auch noch die Höfe jetzt im Bau, ne? Ja. Aber, das sind ja nur zwei Gebäude oder so. Das sollte eigentlich noch passen. Die sind ja auch noch hier am Planieren und wir haben da noch genügend Leute drin. Hm, 6 Leutnende. Kommt der erste Ritter. Tja, wann kommt der erste Ritter? Ich hab keine Ahnung. Boah, überall nur einen drin. Am liebsten würde ich den... Nee, da sind so zwei drin. Da ist nur einer drin. Das ist aber auch... Das können wir auch nicht angreifen. Kohle. Ich glaube, der ist der Rote, ne? Ja, das ist hier wieder rot. Baut aber echt noch viel, ne? Mhm. Naja, soll er mal machen. Ich hoffe, dass unsere Hütte rechtzeitig fertig wird, weil sonst ist unsere Kohle, Goldmine hinterher nämlich weg. Weil nee, das reicht. Nee. Was? Wenn er da direkt ach, an hier der meinst Grenze... Du? Ja, bist ja hier. Guck mal hier, da sind noch welche im Bau. Und überleg mal hier, was der da... Guck dir den Transportweg doch mal an. Bis die da mal sind, da ist das bei uns hier schon 5-mal angekommen. Ich kann mich noch an die eine Aufnahme erinnern, wo wir einen Turm gebaut hatten. Und ja, der Kopi, weil er auch, glaube ich, ja, eine Hütte eine gebaut Hütte und hatte. Dann nur vor 1 Millimeter vor der Fahne, vor dem Verderben, will ich es jetzt mal sagen, ja, hat dann die Reichweite nicht gereicht und dadurch ist dann unser Turm... Ja, die Folge war echt hart, ey. Das war spannend. Das war echt hart. Oh, guck mal, jetzt hat er auch Eisen ohne Ende, aber er baut keine Minen. Er hat doch noch keine Goldmine. Er liebt Gold über alles und hat keine Goldmine gebaut. Siehst du das? Ja. Der hat keine Eisenmine und keine Goldmine. Das heißt, der hat sich selbst ins Boxhorn gejagt. Der baut und baut und baut, aber der kriegt nichts ran. Der hat doch keine Eisenschmelze, glaube ich. Und der hat uns nicht mehr angegriffen. Nee. Mehr Kohle. Zwar nur klein, aber immerhin. Ach, guck mal, da kommt schon Stein. Ja, ja. Die Hütte ist schon so gut wie fertig. Oh Gott. Wir haben diesmal ein bisschen bessere Wege gebaut. Wir haben zwar nicht mehr so viele Lager wie vorher, aber trotzdem funktioniert's. Mhm. Weil wir einfach darauf geachtet haben, grüne Wege zu nehmen. Ne?